So, Leute, da sind wir im nächsten Spiel. Wir haben Five Color Checkpile gegen Reanimator. Ich habe mir den Kevin dabei geholt. Servus, Freunde. Und schauen wir uns mal an, was hier fünffarbig gegen fünffarbig macht. Five Color Reanimator? Ja, theoretisch. Also, weil du hast halt schwarz-rot an Zaubern und weiß Iona, blau den komischen Fliegetypen, ja. den Djinn-Typen und grün im Sideboard den Blabla auf Endurance. Stimmt. Also, gut, dann hat man Five Color, ja? Theoretisch ist ein Five Color Control, ja. Gut, das ist natürlich ein suboptimaler Start mit Scrubland Go, aber ich sehe auf der Hand Force Brainstorm, Snapcaster Baleful. Und ein Baleful Strix. Das ist eine ziemlich gute Hand. Kann man mal machen. Ja, da ist Fetchland, da ist Lotus Petal. Sieht schon mal nach einem ziemlich guten Start eigentlich aus. Für den Reanimate-Spieler. Ja. Fetch auf Sumpf, weil man hier noch nicht genau weiß, was gegen was man spielt, ob man nur gegen Wastelands rechnen muss oder nicht. Ja, spielt auch direkt das Swordseas. Ja. Geht wahrscheinlich der erste Force. Ich gehe auch davon aus. Ja, er zeigt es auch mal. Ja. Ich finde es immer ganz gut, wenn die Leute dann direkt runterlegen und sagt so, ja, Swordseas. Und dann denkst du. Nee, ihr wollt doch The Cable Therapy spielen. Ich hab doch nur laut gedacht über Thoughtseize. Was für eine wunderschöne Karte das ist. Ja. Obwohl jetzt das Cable Therapy richtig schön gewesen wäre, ja, noch. Ja, ja. Weil ich glaube, dann hätte ich. Das hätte er forcen müssen. Ja. Genau, also hier kommt Draw Go. Das Entomb wird geforced. Entomb wird geforced. Weil man jetzt darauf hofft, dass der Gegner keinerlei Karten hat, um seine Karten in den Friedhof zu bekommen. Ja gut, das kann sein. Da ist ein Fetch. Gibt man jetzt auf 16. Auf Duel. Man wird jetzt so ein bisschen als Reanimate-Spieler dafür bestraft, glaube ich, wenn ich die Hand richtig gesehen habe, dass man nicht zweimal Duel gefetcht hat. Ich glaube, er hat zwei Faces Looting auf der Hand. Okay, ich habe da nicht drauf geachtet. Ja, ja. Wo hast du denn wieder deine Augen? Nur bei dir, weißt du. Gut, da ist das Looting. Da ist das Looting, genau. Aber dann verstehe ich nicht den Force of das End. Das meine ich nicht. Ja, aber ich weiß ich nicht. Also sie haben wenig. Man bekämpft doch eigentlich so da, das letzte Übel, was so dann dafür sorgt, dass er in der geht ein Reanimate-Spell und Land. Ah, da fehlt die Kreatur, okay. Das ist ganz oft so. Also die haben nicht viele. Die BR-Reanimator-Spieler haben tatsächlich nur den Selbst-Discard, den sie ungern benutzen. Ja. Oder eben das Faithless Looting bzw. das Entomb. Und beim Entomb können sie sich auch noch aussuchen, was immer sie wollen. Deswegen ist das am gefährlichsten, meiner Meinung nach. Mhm. Und es ist wichtiger, dass er sowohl den Discard haben muss, als auch den Reanimate-Spell, statt dass er nur noch den Reanimate-Spell finden muss. Okay. Weil selbst jetzt im Top-Deck muss er was anderes finden. Das ist ein Reanimate-Spell und ein Discard. Ja, damit ist weder ein Reanimate-Spell noch eine Kreatur im Friedhof. Jo, und es fehlt das dritte Land zum Flashbacken vom Looting? Genau. Wobei, das hat er ja auf der Hand. Das hat er auf der Hand. Das war ein Fetchland, glaube ich. Ja, okay. Das ist Fetchland. Ja, gut. Ist aber relativ irrelevant. Meiner Meinung nach. Meine Meinung! Ich darf das! Also, weiß ich jetzt nicht. Der Five-Color-Spieler dümpelt da mit einem Scrubland rum. So. Ja, es sieht trotzdem ganz erstaunlich gut aus, was da so rumkommt. Dafür, dass es so am Rumdümpeln ist. Ja. Das Deck. Mit dem wahrscheinlich am wenigsten gefetchten Duel im ganzen Deck, oder? Scrubland? Ja. Also, meh. Ist ein Grizzlebrand und ein Dark Ridge, was abgeworfen wurde. Unmask auf den Gegner. Das war wichtig. Das war wichtig. Ja. Da geht das Swords to Plowshares. Ah, und da kommt die Bell voll. Mhm, da kommt der Fetch auf die Bell voll. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Jetzt die Frage: Jetzt hat der Reanimate-Spieler natürlich eine Kreatur im Friedhof. Dementsprechend brauche ich jetzt nur noch irgendeine Art von Reanimate-Spell. Und die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, ist bei 12 Reanimate-Spell mit 10 mittlerweile relativ hoch.
Ja, klar, ist er auf alle Fälle höher als eine Kreatur dann in den Friedhof zu kriegen. Genau. Gut, da kommt die Baleful Strix. Da wird eine Karte gezogen. Das ist keiner. Doch, ja, das ist ein Reanimate. Vor allem ein sehr gutes Top-Deck an der Stelle. Nachteilhaft ist, dass es wirklich ein Reanimate ist. Damit geht man hier auf 7 Leben. Oh nein. Das ist natürlich mehr wäre voll gut gewesen. Ah. Da kommt der Brainstorm. Wenn das natürlich jetzt ein Swords to Plowshares findet, dann ist der richtig, Trophel richtig ja. süß. Kann man auf 0 gehen? Kann man den Trophy Stack legen, weil es Pay ist? Richtig. Ja. Ah, da ist das Schwert. Ja. Da macht dieser Griff zum Würfeln und dann die Realisation so. Shit. Ja. Hat Spaß gemacht. Spielt für einen, geht man auf 13. Vor allem, weil der Grizzlebahn jetzt auch wieder ein Exile ist, bedeutet, jetzt muss man wieder beides finden und das tut man nicht. Und oh, wow. wunderschön. 5-Color gegen 5-Color. Wunderschön. Ich bin eigentlich immer Fan davon, wenn diese Fast-Combo-Decks mal ein bisschen verhauen werden. Mal in ein Force of Will laufen. Ja, in Force of Will in Swords of Plush. Das Karakas auch gute Karte. Karakas gut. Gerade wird im 5-Color-Checkball weniger gespielt. Eins der wenigen Decks, die ich aktuell auch ohne Companions sehe, weiterhin. Weiterhin, ja. Ich sehe da auch keinen Companion. Reanimator habe ich jetzt auch schon gesehen. Ein paar Leute, die auf Even Reanimator gehen mit dem Kraken. Weil bis auf Entomb und Reanimate hast du ja praktisch nur gerade Mana-Kosten drin mit dem Grizzlebrand, mit den Chancellor-Kosten, glaube ich, auch 8, wenn mich nicht alles täuscht. Mit dem Kraken, mit Garuda? Ja, Garuda, weil wenn du den Garuda reanimierst oder einfach nur spielst aus dem Sideboard, dann einfach einen Grizzlebrand noch dabei bekommst. Du mildst 4 Karten? Oder eine 6? 4. 4 bei dir, 4 beim Gegner. Okay. Dann das gucken wir mal jetzt, wie der Reanimate-Spieler startet. Das Dark Red Unmask auf sich selber. Discard Iona. Hat Mana, 2 Mana noch übrig. Animate Dead auf Iona. Oh, das ist gut. Auf alle Fälle das. Das ist gut. Die Frage ist, welche Farben man hier nimmt. Weiß. Er sagt weiß. Er nimmt weiß, okay. Ja, die Angst vor dem Swords to Plowshares auf jeden Fall. Gerade weil mir jetzt. Man hat ja im Endeffekt eine mit einer 6-7 Iona. Eine 3-Turn, 6, 12, 18, eine 4-Turn-Clock. Das geht, glaube ich, schon. Gravedigger's Cage ist ein bisschen spät. Turn 1 ist ein bisschen spät. Das ist traurig, oder? Ja, tatsächlich. Aber jetzt wahrscheinlich. Fetch, wenn jetzt natürlich sowas wie Baleful Strix kommt, das ist natürlich dann richtig vernichtend, dass man hier jetzt weiß gesagt hat. Da kommt das Scrubland wieder, obwohl eben. Sagt er, das ist am wenigsten gefetcht. Ja, da ist die Baleful Strix. Das ist jetzt Problem richtig. Mit dem Weiß Call. Ja, das ist jetzt richtig ätzend. Ich glaube, dass. Oh, da findet man das schlechteste Land im Deck. Undankbar. Also Reanimator sehr, sehr undankbar nach so einem explosiven Start. Ja. Das Looting jetzt auf der Hand kann nicht viel damit anfangen und selbst das Angreifen ist nicht mehr drin, weil die Baleful einfach nö sagt. Genau, da ist das Ponder. Macht die Baleful in dem Fall jetzt stärker als die Kotl, weil die Kotl hätte bei den Duels keinen Death Touch. Ja. Da ist noch eine Spellbomb. Also das ist sehr, sehr schwierig, wenn man da jetzt keinen Abräumer findet für die. Ich meine, da kommt Thoughtseize. Ja, aber dann. Fortis nimmt dir nur was aus der Hand. Fetch. Oh, da ist er. Alles. Ja, easy 2-0 für Checkpfeil. Das ging ziemlich zügig. Ja, das war ziemlich flott. Kann man auch mal machen. Kennt man vor allem 5-Color-Checkpfeil halt überhaupt nicht. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.